Lost in Communication an sich ist ja Emotion, ist ja ein Zustand, irgendwie verloren zu sein. Ja, und ich bin auch manchmal verloren als Kommunikatorin, als Profi. Was mir da hilft, über diese Emotionalität, auch manchmal der Verzweiflung hinwegzukommen, ist wirklich das Netzwerken und der Austausch mit anderen Personen und hier wirklich ehrlich zu sein. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was wir auch als Kommunikatorinnen machen müssen. Wir müssen ehrlich sein, auch zu uns selbst und auch über unsere eigenen Schwächen und hier nicht versuchen, etwas zu sein, das wir nicht sehen. Und ich habe oft das Gefühl, dass wir eben aufgrund der unterschiedlichsten Kanäle, auch auf der unterschiedlichen Blickwinkel, die wir haben, sich so viele Missverständnisse entwickeln, wenn wir uns auch die Zeit nicht nehmen, einander zuzuhören und dafür zu sorgen, dass der andere auch wirklich davon etwas mitbekommt, was man eigentlich beabsichtigt zu senden. Oft liegt dieses Verlorensein in der Kommunikation daran, dass von oben herab wenig Vertrauen herrscht. Wenn ich eine junge Social Media Managerin einstelle, die ihr Leben auf TikTok verbringt, outside of work, dann muss ich der vertrauen. Auch wenn ich 40 Jahre Management- oder Marketing-Erfahrung habe, da geht es um Freigabeschleifen und so weiter und so fort. Und das zerstört eine Arbeit auf einem sozialen Medienkanal, weil es dann dauert es zu lange. Ich glaube, beim Thema Lost Communication ist es wichtig auch zu beachten, dass einfach gewisse Gruppen, mit denen wir uns austauschen wollen, einfach nicht den Anschluss verlieren, dass sie irgendwo in einem Silo gefangen sind und wir einfach keine Möglichkeit haben, sie zu erreichen. Gerade öffentliche Kommunikation soll in Beziehung treten und durch die Art, wie sie das macht, den Menschen auch zeigen, wie man kommuniziert, wie man debattiert, wie man einen Dialog führt, wie man auch Diskussionen aushält und wie man das kultiviert, sodass es zu weniger ausgefochtenen Konflikten führt und zu mehr konstruktiven Ergebnissen. Ziele in Public Relations und in Kommunikation sind ganz einfach, Vertrauen zurückzugewinnen, Klarheit zu schaffen, wahrhaftig zu sein, Menschen wieder überzeugen zu können, wegzukommen von Fake News und Impulse zu setzen, die die Menschen bewegen und die Kommunikation und das, was wir tun, bedeutsam machen. Und Lost in Communication bedeutet dieser Tage einfach, dass man nicht mehr weiß, wo man präsent sein soll und deswegen werden die Kanäle, wo man präsent ist, unzureichend bespielt. Auf wenige Kanäle, wo mein Zielpublikum vertreten ist, besinnen und die dafür umso besser machen. Mich macht emotional, wenn ich sehe, dass eben irrsinnig viele Leute eh schon sehr reflektiert sind und sich dann zu so einem Tag zusammenfinden, um eben vielleicht neue Impulse mitzunehmen und sich vielleicht zu diesem nächsten Schritt zu trauen, den sie jetzt vielleicht noch nicht im Unternehmen gemacht haben, weil ihnen die entsprechenden Argumente gefehlt haben oder die entsprechende Best Practice. Und wenn man jetzt auch schaut, wie sich die Leute auch beim Mittagessen vernetzen, da wird sicher auch gegenseitig sehr viel Mut zugesprochen und ich glaube, dafür sind Veranstaltungen wie diese da. Yeah.